Video Nummer 3 von Markus Transformation. 40 Kilo müssen weg. Wie geht's ihm? Was hat sich ereignet? Wo steht er? Jetzt geht's los. Das Interessante ist, ja, jetzt würdest du wahrscheinlich nicht nur ein Dreier, weil gleichzeitig überstehen, von der Fitness her, ne, sondern auch dreimal hintereinander wahrscheinlich. Ne? Genau. Wie heißt der wie heißt der nochmal, der gesagt hat, jetzt bist du ja wieder gefährlich, weil du so schnell geworden bist? Der Jason. Ja, wer war das nochmal? Mein Patenkind. Ja. Den hast du kennengelernt, den Kleinen. Sag nochmal, wie genau hat er es formuliert? So nach dem Motto, Mist, jetzt muss ich umdenken. Früher war es ja dick und langsam und jetzt bist du wieder schnell. Ja. Das heißt, er ist früher immer vor dir abgehauen? Genau. Und jetzt, schafft er zwei Schritte und dann habe ich ihn. Das ist echt geil. Bist du eigentlich angesprochen auf der Straße? Von den Leuten, die dich schon länger kennen oder länger nicht gesehen haben oder so? Ja. Was sagen die so? Ja, hast gut abgenommen. Hast gut abgenommen, was sollen die schon sagen? Ne? Ja, nee. Ja. Ja, cool. Nö, das sagen viele. Ja. Hab ich halt auch Karneval ja gehabt. Ja, okay. Die mich da jetzt ein paar Jahre nicht gesehen haben. Ja. Teilweise. Cool. Wie lange sind wir jetzt zusammen dran mit dem Coaching? Seit Ende September. Also 20. September haben wir angefangen. Also so 5 Monate. Ja. 5 Monate. Wie viel Kilo bist du jetzt los? 26,2 genau. 26,2. Ich bin jetzt bei 109, also von 135,2 auf 109. Ja, sehr geil. Wie fühlt sich's an? Ja, ich sag's mal, geil. Ja, ein völlig anderes Lebensgefühl. Keine Schmerzen mehr in den Knien. Fühlt sich schneller, agiler, fitter. Ja. Jetzt machst du ja gerne Sport und hast schon immer gerne Sport gemacht. Hat sich beim Sport irgendwas verändert oder kannst du nach wie vor? Gut, die Ausdauerwerte sind jetzt besser geworden. Stärker wirst du ja langsam, das dauert ja eine Zeit. Ich bin halt nicht schwächer geworden. Das war ja für mich das Wichtigste. Ja, sehr cool, sehr cool. Wie ist es, jetzt bist du ja, hast ja eine Sicherheitsfirma, hast viel mit Angestellten zu tun, musst aber selber trotzdem oft auch Nachtschichten machen, ne? Ja. Wie hat sich das verändert, so Thema Energielevel, Schlafqualität? Also von der Schlafqualität her schlafe ich jetzt viel besser als vorher. Egal, ob ich jetzt mich abends hinlege oder wenn ich morgens nach Hause komme. Also ich schlafe durch. Früher bin ich ja ziemlich oft wach geworden und jetzt schlafe ich halt durch. Und vom Essen her, das haben wir ja beide zusammen eingestellt. Das spielt für mich keine Rolle, ob ich jetzt Tag- oder Nachtschicht habe. Ich habe ja ein gewisses Zeitfenster, wo ich esse und das halte ich ja auch ein, egal ob ich jetzt Tag- oder Nachtschicht habe. Ja. Das ist jetzt für mich kein Unterschied. Wie ist es so beim Essen selbst? Ist es langweilig geworden oder ist es eintönig geworden? Nee. Nö, ich habe mir da so einen kleinen Essensplan gemacht. Jetzt zum Beispiel in einem Tag esse ich jetzt Brokkoli, also viel mit Brokkoli und Gemüse, dann halt ein Tag Rindfleisch, dann am Tag Hühnchen oder ich lasse mal einen Tag komplett weg, das mit dem Fleisch. Dann esse ich halt dafür Fisch oder Thunfisch. Das kann man ja ganz gut variieren. Also eintönig ist das ja gar nicht. Ja. Da gibt es ja so viele Gemüsesorten oder Salat. Das heißt, du hast jetzt, du bist nicht wirklich eingeschränkt und hast immer noch so ein Gefühl von Vielfalt. Ja, habe ich. Ist noch da, also muss jetzt nicht irgendwie verzichten. Nein, oder irgendwie Hunger schieben. Auch nicht. Oder solche Sachen. Ich esse bei jeder Mahlzeit, bis ich satt bin. Ja, ist doch cool. Okay. Gibt es denn irgendwas, was du extrem vermisst, wo wir gesagt haben, lass das mal weg oder so? Gibt's gar nicht. Gar nicht. Nee. Ja, okay. Ne? Weil ich kann mich noch erinnern, vorher war ja so ein bisschen immer die Sorge, die ja viele haben, oh, ich muss irgendwie natürlich meine Ernährung umstellen. Es geht natürlich darum, auch ein bisschen Bedingungen zu erfüllen. Und da kommt ja immer die große Angst vor der Verzichtslücke. Ne, so. Nee, habe ich gar nicht. Nee, ist nicht eingetreten. Nein. Ja. Also die ersten 2 Wochen hatte ich ja das hatte ich dir ja schon mal gesagt, wo ich dann halt die Probleme hatte mit den Süßigkeiten. Dafür habe ich mir dann so eine kleine Tupperdose gemacht und habe dann da halt Mohrrüben oder Brokkoli, die Flöckchen da reingetan. Wenn ich dann mal wieder irgendwie mich über jemanden aufgeregt. Ja, genau. Das war ja bei mir halt gewesen. Ja, war so eine Strategie. Ne? Du hast dann Süßes gefuttert, wenn dir einer auf den Sack gegangen ist. Ja, quasi, wenn ja? ich mich dann tierisch aufgeregt so habe, habe ich mir dann eine Tüte Haribo dann reingedonnert. Reingedonnert. Und dann habe ich das halt dann überbrückungsweise dann halt mit Gemüse gemacht. Und jetzt brauche ich das eigentlich gar nicht mehr. Ja. Das heißt, wir hatten schon so ein bisschen die Voraussetzung,
ja, so ein bisschen die Herausforderung, schon so einen kleinen Zuckerentzug quasi zu machen, ne? Ja. Ging das denn einher mit irgendwelchen Entzugserscheinungen oder wie haben wir das so gemacht? Wie gesagt, ich hatte am Anfang ja da, wo ich die Einschränkungen hatte, dann habe ich das halt mit dem Gemüse gemacht, aber das ging relativ schnell. Nach einer Woche hatte ich da gar keine Probleme mehr. Und jetzt denke ich da gar nicht mehr drüber nach. Ja, okay. Weil da ist ja immer oft so die Befürchtung, ne? Man weiß ja oft vorher, okay, das und das können Probleme und Herausforderungen sein. Und die halt anzupacken, kann ja im ersten Moment so ein bisschen, ja, so ein bisschen Besorgnisse auslösen, ne? So, aber, Ja, ich hatte da ja auch Angst vor, dass ich dann da irgendwie schlechte Laune oder irgend sowas kriege, aber das habe ich ja gar nicht dann gehabt. Das heißt, das haben wir gut hingekriegt und du kannst den anderen Männern Mut machen. Ja, das auf jeden Fall. Ist nicht so Also, schlimm wie Zähne ziehen. nein, Oder wie man sich das. Zahnarzt oder irgendwo zum anderen Arzt gehen, das ist viel schlimmer. Ja, Aber ich denke mal, das ist auch ein bisschen eine Einstellungssache. ja. Aber wie gesagt, du bereitest ja einen gut darauf vor mit den Ja, ganzen ja. Briefings und von daher. Ja, und du bist ja jetzt auch ein Kompliment von mir. Du bist natürlich auch ein Typ, der ein Mann ein Wort, gell? Und nicht nur ein Mann ein Wort, sondern auch ein Mann eine Tat, weil von Wörtern haben wir nichts, ne? Und Ja. du bist natürlich auch ein guter Umsetzer am Ende des Tages, ne? Deswegen sind hier ja bei mir auch immer nur Männer, die wirklich auch klar was verändern wollen und auch bereit sind, dafür was zu tun, ne? Weil du bist ja jetzt nicht hier 26 Kilo leichter mit dem mehr an Lebensqualität, ne? Ohne dass du irgendeine Bedingung erfüllt hättest oder so, oder nur, dass wir Gesprächstherapie gemacht haben oder ich Ja. dir eine Hand aufgelegt hätte, ne? Das Ja. heißt, du hast ja schon konkrete Sachen im Alltag umgesetzt. Und das zeichnet sich natürlich auch total aus, ne? Also nur, dass der Zuhörer das auch versteht, Ja. dass das nicht vom Himmel fällt. Nee, Ne? das fällt auf jeden Fall Also, nicht vom Himmel. genau, Du du kannst machst. zwar einen gut zureden, aber am Ende des Tages musst du es ja selber umsetzen. Ja, genau. Okay, cool. Was sind denn jetzt so deine nächsten Ziele? Also, was peilst du denn so an? Also, ich hatte ja die Überlegungen, oder also ich war ja kritisch, ob ich jetzt unter die 100 Kilo gehen werde oder nicht. Weil das ja auch so eine kleine Kopfsache ist, wenn du 25 Jahre über 100 Kilo warst. Aber ich denke mal, ich werde dann doch das Ziel dann da, dass ich da auf die 95 Kilo da runtergehe. Das heißt, das peilen wir an. Ja, Das also peilen wir die an. 40 Kilo da. Ja, sehr geil, sehr geil. Ja, es ist eine magische Grenze. Das ist eine magische Grenze. 25 Jahre warst du nicht drunter, hast du gesagt, ne? Ja, ich habe ja damals darum gekämpft, dass ich über die 100 Kilo komme. Ja. Oder halt wir, das waren ja fünf, also wir waren ja zu fünft und wir haben ja zu fünfter gekämpft, dass du da drüber kommst. Und ja, Ja, jetzt mit dem Alter muss man halt unter die 100 Kilo gehen. Du warst ja mal als Jugendlicher ein Spargeltarzan und hast ja dann quasi darum gekämpft, Gewicht zuzulegen. Ne? Auch als ambitionierter Kraftsportler ging es darum, ja immer weiter zuzunehmen erstmal. Ne? Dann meldet sich natürlich Gesundheit und du wirst ja auch demnächst 50. Ne? Und dann nimmt man dann irgendwann wieder die Kurve Richtung Gesundheit. Genau. Ne? So. Du hast demnächst einen Arzttermin wieder, ne? Also, Ja, im das war ja März. ein Grund, sorry, das war ja auch ein Grund, dass du dich gemeldet hast. Du warst beim Arzt und der hat ja dann festgestellt, dass du Die Fettleber. eine Fettleber hast, ne? Ja. Und du gehst jetzt demnächst wieder hin. Ich habe jetzt, ich glaube, 13. oder 15. März habe ich den Termin. Ja. Ja. Das heißt, das nächste Mal, beim nächsten Video, kannst du uns davon berichten, Ja. wie hat sich die Leber verändert, wie hat sich auch die Laborblutwerte beeinflusst und so Ja. weiter. Ah ja, okay. Ja, bin ich schon drauf gespannt. Ja. So, das heißt jetzt 109 und demnächst dann 50. Du gehst weiter. Der unter 100 kommt in greifbare Nähe. Kann man sich natürlich, wenn man damit über 130 startet, nur schwer vorstellen, wie es dann ist, wirklich wieder unter die 100 zu kommen. Ja. Dann sagt man erstmal, naja, 115, dann war unter. Ne, und so wird es dann auf einmal immer realistischer. Ne? So. Und ja. Ja, war ja schon ein tolles Gefühl, unter die 110 jetzt zu kommen. Ja. Das sind ja immer so kleine Erfolge. Ja. Dann gibt es ja noch die eine oder andere Geschichte aus der Damenwelt, ne? Da wirst du auch wieder auffälliger. Jo. Vielleicht erzählst du kurz, was verändert sich? Ja, gut. Jetzt hatten wir die erste Karnevalsveranstaltung gehabt und ja, dann konnte man es halt auch dann wieder merken, dass dann mehr Mädels auf einen zukommen, die dann sich nicht nur nett unterhalten wollen, sondern
dass die sich dann auch treffen wollen. Dass man auch mal die eine oder andere Telefonnummer dann halt wieder kriegt. Ja. Ist geil, ne? Ja, ja. Schon ein cooles Gefühl, ja. Ja, ja. Ja, ja, geil. Vielen Dank. Dritte Gerne. Video, ne? Quasi am Ende. Ich glaube, das Wichtigste gesagt, wie geht's dir? Wie hat sich's weiterentwickelt? Was sind deine Ziele? Ist der ganze Prozess, ist es entspannt? Geht's dir gut? Alles ja? Hast du Verzicht? Alles nein? Nein. Ne? Bei der Ernährung fragt sich jetzt jeder, was ist der Mann denn? Naja, was macht er? Ne? Vor allen Dingen artgerechte Nahrungsmittel, wie ich immer sage. Was sind artgerechte Nahrungsmittel? Naja, überwiegend die kein Etikett haben. Richtig. Ne? Und lass halt die ganze verzuckerte Krempel mal weg, das ganze Designer-Fake-Food weg. Ja? Und such dir gute Männer. Ne? So. Du hast ja auch den ein oder anderen Mann kennengelernt, ne, der mit dir zusammen... Ja, wir haben ja da in der Gruppe dann die Gruppencalls haben wir da zwischendurch oder wir haben ja da auch die WhatsApp-Gruppe und wenn man sich da mal so kleine Schwankungen hat, dann kann man da auch gut in die Gruppe schreiben und dann wird man da ja auch wieder gut gepusht vor den anderen Jungs. Ja, genau. Und die freuen sich ja auch mit, wenn man da reinschreibt, man hat jetzt, wo ich jetzt die unter 115 gegangen bin, dann kam ja auch dann direkt das Feedback, gut gemacht, weiter so. Ja, ja genau. Die Männer freuen sich, wenn es gut läuft und die Männer tragen dich, wenn es mal kurz ein paar Tage... Genau, wenn du mal einen kleinen Durchhänger hast. Ja, ja genau. Warst du auch mal eine Woche krank, glaube ich, oder so. Ne? Ja, dann hast du eine Grippe gehabt, dann wirst du dann auch gepusht. Ja. Jetzt nicht nachlassen. Ja. Dann kriegst du ja so einen kleinen Tritt in den Hintern, ja, genau. Damit du wieder hochkommst. Ich sage immer, abnehmen ist ja auch Teamsport. Ne? Jo. Man kann vieles alleine machen, aber alleine ist halt Kacke. Ja. Nee, das stimmt. Ja, super. Nee, die Gruppe ist schon cool. Ja. Marco, wieder mal vielen Dank. Ja, ne? Gerne. Ich freue mich auf die weitere Reise. Nächste Video vielleicht kurz vor dem Uhu. Machen wir dann, mal sehen. Ja. Ne? Und auf jeden Fall das übernächste ist dann der Uhu. Ja? Marco, weiter gutes Gelingen. Danke. Vielen Dank. Ne? Ich hab zu denken. Ja. Hau rein. Ja. Tschüss. Tschö. Ciao. 26 Kilo in 5 Monaten. Stell dir vor, was würde es für dich bedeuten? Würdest du heute loslegen? Wo würdest du in 5 Monaten stehen? Wenn du Bock darauf hast, das rauszufinden, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf dich. Melde dich um einen der 1000 Möglichkeiten, die es da gibt. Bis gleich. Dein Jan.